Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Schatten des Krieges. So, ja. Ich habe mal gesagt, zwischen den Folgen gucke ich mal an, welche Skills wir hier so haben. Und dabei ist mir mal direkt aufgefallen, super klug, wir haben die Skills hier noch gar nicht. Die müssen wir zuerst holen. Erst die Hauptskills, habe ich ja gesagt, dann Nebenskills. Deswegen Gifttranken einmal erwerben und die multiple Schleichtötung. So, dann fehlt uns nämlich hier noch der tödliche Geist. Dann haben wir das alles. Und, oh, was haben wir denn hier für die Garnison? Ach ja, genau, wir haben ja uns eine Beutekiste verdient. Oh, drei Stück, wo kommen die denn her? Ungeöffneten Kisten. Eine Blutrache-Kiste. Ja, ist die Online-Blutrache. Nur zwei Sachen drin, ist ein bisschen wenig. Ja. Badum. Ein Bogen und eine Rüstung. Oh. Ja, mit deinem Hauptmann. Der Progetüte überhaupt mal gesunder wäre. Uninteressant. Auftreffer Gegner verfluchen. Oh ja, könnte was sein. Community-Verbesserungskiste. Gib her. Ah, nichts Besonderes. Alles nur so ein paar Verbesserungen für die Volksmänner Kriegsbeute-Verbesserungskiste. Ja, auch wieder nur. Aber ist immerhin gut, gefolgt von als Legendär aufzuwerten, ist immer hilfreich. Giftige Waffen sind auch mal sehr hilfreich. Bogenschützen als Gefolgsmänner für die ist auch mal gut. Erhöhter Fluchschaden. Und eine Fluchwaffe. Gut. Da mal ein bisschen was drin. Warum zeigst du mir hier noch was an? Geht die schon nicht. Achso, muss ich jetzt mal ab. Ob ich dann alle ab. Mal für Miriam noch andere Sachen kaufen. Naja, ohne. So, jetzt haben wir die Garnison durch. Jetzt kommen wir noch mal einmal hier ins Inventar. Wir haben ein neues Schwert bekommen, Stufe 14. Unspannt. Eine Stufe 11 Schwert, das können wir auch mal zerstören. So, einen neuen Dolch haben wir bekommen, den können wir auch zerstören. Ein Bogen. 10. Guck mal, da haben wir jetzt einen Bogenstufe 17. Der ist stärker. Jage eine Feind Angst ein. Wir kriegen 9 Pfeile. Sehr gut. Und Gegner verfluchen. Ja, den nehmen wir. Den finde ich, glaube ich, echt prickelnd. Ja, da hat sich die Blutrache doch schon quasi gelohnt. So, hier haben wir natürlich. Ist schlechter. Und ich finde auch tatsächlich den richtig gut. Oh, und der Stufe 10. Machen wir nochmal. Schleichaufzehrung gegen einen Feind anstellt pro Schleichtötung Gesundheit wieder her. Nö, finde ich jetzt auch nicht spannend. Genau, weg. Stelle auf Schleichtötung Gesundheit, Bestientötung wieder her. Weniger Schaden durch Fernkampfangriffe. Naja, alles um interessant. Gut, hätten wir das. Wir sind ziemlich in Orsch. Vorne ist unsere Mission und die wollen wir dann jetzt auch mal machen. Gucken wir mal. War eigentlich auch wieder voll geheilt werden für. Ja, gut gekämpft letzte Folge. Da nicht nochmal gestorben sind, wundert mich schon. Aber okay. Mina Sithil steht kurz vor dem Fall. Kankra kann vielleicht helfen. Doch um welchen Preis? Wir werden es erfahren. Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete.
Deine sicher nicht. Komm, Talion. Talions auch nicht. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. Verräter. In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Ach, Verräter gibt es immer, wenn das Geld nur stimmt. Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Ist gut. Da, seht ihr, die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie tun. So, da kommen die Spinnen hier. Und noch nicht wirklich viel. Warum die Eile? Wer weiß. Ist doch egal. Das stimmt. Hier ist schon klar, dass da Orks sind, ne? Den haben die Orks gekillt. Okay. Lauf, kleine Made! Lauf! Nicht hilfreich, Gollum. Da hätte er mich jetzt fast in eine Gruppe Orks gelockt. Oh, der führt uns jetzt hier in die Festung, ne? Da, das ist der Bote. Folgt ihm und er führt euch zu seinem Meister. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Entdecken. Toll. Fein! Ja, hab ich doch entdeckt. Wer denn? Ach, Mist. Aus dem Weg! Ich habe Wichtiges zu tun. Ich treffe den Menschenbrecher. Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Ich war dir nicht im Weg. Und wenn du sowas Wichtiges zu tun hast, warum hältst du dann an und prahlst vor mir damit herum? Beweg dich, du Made! Tja, doof. Den einen Bogenschützen übersehen. Menschenbrecher.
schon Deals. Es geht schneller, wenn wir den Grabwandler finden. Wie lange liegt der schon hier? Oh ja. Wo kommst du denn her? Menschenbrecher! Der Grabwandler ist hier und hinter mir her! Ich hab nichts über den Verräter gesagt! Lauf! Ah. Das hat nicht so gut funktioniert, hä? Hab ich es euch gesagt? Redet niemals offen über den Verräter! Nehmt euch diesen erbärmlichen toten Trottel als Beispiel! Die nächste Made, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer! Okay. Hört doch mal auf, euch zu bewegen. Ziel hab. Tja, von mir erfährst du nichts. Ah, immun gegen Furchtvoll in Richtung. Ah, das Hochheilen ist schon gut. Das war sehr zu früh. Ich töte dich! Hast du schon mal das dürre Ding aus Haufen Knochen hier rumlaufen sehen? Du wirst gespeichert! Deine Bemühungen sind nicht unbemerkt geblieben, Waldläufer. Du stellst meine Geduld auf die Probe, doch bald wirst du geprüft werden. Der hat's erledigt. Das ist das Werk des Hexenkönigs. Er verhöhnt uns. Wir müssen meinen Ring zurückholen. Das werden wir. Doch zuerst kümmern wir uns um den Verräter in Minas Ithil. Könnt ihr euch mal einig werden? Talion, grausame Rächer, blutdürstige Mörder, schlachtet alle Orks, schneidet ihre Köpfe ab, zermatscht ihre Gehirne, zermalmt ihre Gesichter. Er hat seinen Nutzen. Bedingt. Ja, leider kein zusätzliches Mirian, aber immerhin die Ausrüstung bekommen. Den Mantel der Finsternis. So, was können denn die? Giftschaden bei Feinden erhöhen. Mehr Schaden von verbündeten Bestien. Naja, ist okay. Erhalte Macht, wenn ein Feind durch Giftschaden nimmt. Alle Angriffe haben eine Chance von 15% explodieren, das Gift auf Fußbodern zu. Das Set finde ich gar nicht verkehrt. Das lege ich mal an. Rekrutiere einen Ort des Dunkelstammes. Naja, gut, kommt noch. Der Hexenkönig von Angmar. Der erste der neuen. Du Narr, kein Mann vermag mich zu töten. Der Hexenkönig. Und? Den Spruch kennen wir. So, der Hexenkönig von Angmar ist Saurons oberster Feldherr und der mächtigste der neuen Ringgeister. Mehr als 4000 Jahre lang war er der Diener, dem Sauron am meisten vertraute. Denn er war durch den einen Ring der Macht,
der während des zweiten Zeitalters annahm, an Sauron gebunden. Nicht ein, sondern ein Ring. So. Der Hexenkönig führte schon vor Jahrhunderten Krieg gegen Gondor und hat einen ganz besonderen Hass auf dieses Land entwickelt. Nachdem er im Norden das Königreich von Angmar gründete, zogen die Armeen des Hexenkönigs durch die nördlichen Gebiete von Mittelerde. Ein Bündnis aus Soldaten Gondors und Elben stellte sich ihnen in den Weg, doch der Hexenkönig selbst konnte entkommen. Der gondorische Prinz Eärnur wollte dem Hexenkönig schon nachjagen. Der Elb Glorfindel hielt ihn allerdings auf. Seitdem strebt der Hexenkönig die Herrschaft über Minas Ithil an. Der Hexenkönig ließ sich von dieser einen Niederlage nicht lange aufhalten und versuchte sich an einer anderen Strategie, die sich den Stolz der Gondoraner zunutze machte. Er tauchte Jahre später wieder auf, als Eärnur schon König Gondors geworden war, und forderte ihn zum Duell heraus. Eärnur nahm den Federhandschuh auf und ritt allein gegen Osten und war nie wieder gesehen. Seitdem hat es niemand gewagt, den Hexenkönig zum Kampf herauszufordern, und seitdem herrscht auch kein König mehr über Gondor. Wenn Celebrimbor als Erzfeind Saurons gilt, so gilt Talion sicherlich als Erzfeind des Hexenkönigs. Es reichte dem Hexenkönig nicht, Talion und die anderen Menschen vernichtet zu sehen, und so verfolgte er ihn mit seiner Besessenheit, die an Manie grenzte. Er wollte ihn nicht töten, sondern zu einem der Neuen machen. Kenne ich mit Sauron? Habe ich Sauron gelesen? Sauron hat Armeen, er hat die Nazgul. Doch seine wahre Stärke liegt darin, dass er die Schwächen seiner Feinde kennt. Celebrimbor. Lesen Sauron, ne? Sauron ist älter als Mittelerde selbst und war ursprünglich ein Maia, ein unsterblicher Geist. Seit Anbeginn der Zeit war es Saurons Wunsch, der Welt Ordnung zu bringen. Diesen Wunsch folgte er mit Hilfe der Mächte seiner Künste und seiner Bündnisse. Er wurde ein Gefolgsmann des ersten dunklen Herrn Morgoth, bis Morgoth am Ende des Krieges gegen die Elben in die zeitlose Leere verbannt wurde. Sauron konnte entkommen und verbarg sich in Mittelerde. Er hatte überlebt und vieles von seinem Meister gelernt. Er wollte das erreichen, was Morgoth nicht erreichen konnte. Kurzes Hüsterchen. Sauron ging ein Bündnis mit dem elbischen Juwelenschmied Celebrimbor ein und gemeinsam fertigten sie die Ringe der Macht. Einige Zeit später schmiedete Sauron jedoch heimlich den einen Ring, mit dem alle anderen beherrscht werden konnten. Sauron ließ dabei einen Großteil seiner Lebensenergie einfließen, was ihn mächtiger, aber auch verwundbarer machte. Nachdem der eine Ring verschwand, war Saurons Fähigkeit, eine physische Gestalt anzunehmen, nur noch begrenzt. Er ist nach Mordor zurückgekehrt und befehligt seine Armeen aus den Schatten von Barad-dûr. Wird er nicht aufgehalten, so wird er erneut seine physische Gestalt annehmen und seine Armeen werden über die Grenzen Mordors hinaus ausschwärmen. Und Forthok. Michael Forjay, 73 bis 2016. Forthok der Orkschlechter ist nicht nur eine Legende unter den Mordor-Orks, sondern auch ein unaufhaltsamer Krieger, der aus dem Schatten hervortrat, um Mordors mächtigste Helden in Zeiten größter Not zu retten. Mike Forthok Forjay war Executive Producer und ein großartiger Freund hier bei Monolith. Während der Entwicklung von Schatten des Krieges haben wir Mike im Kampf gegen den Krebs verloren. Wir wollten ihm mit ein wenig Unsterblichkeit dem Mordor gedenken und ihn so ehren. Dem legendären Forthok, dem Orkschlechter, wollen wir uns so an Mike erinnern, wie er gelebt hat. Er war immer bereit, sich in die Schlacht zu werfen und das Spiel zu retten, wann und wo auch immer er am meisten gebraucht wurde. Mit meinem Ring hätte ich das verhindern können. Wir müssen ihn zurückholen. Das werden wir. Okay, die Mission ist auf der anderen Seite. Da kann man erstmal ausreden. Jetzt müssen wir uns um den Verräter in Minas Ithil kümmern. Okay, gut. Oh, da fliegt ein Drache. Sollen wir mal kurz gucken? Ne, hier ist nichts mehr. Kümmern wir uns jetzt um den Verräter von Minas Ithil. Bis wir die Fähigkeit haben, Hauptmänner zu beherrschen. Von da an wird das ganze Spiel deutlich spannender, weil wir viel mehr Optionen bekommen und auf die Hauptmänner vor allen Dingen nicht mehr töte, sondern in eine Armee integriere. Insbesondere möchte ich ganz gerne, bevor ich eine Garnison einnehme, einmal alle Hauptmänner beherrschen, die dort zur Verteidigung eingehen. Zeig doch mal. Kann man noch Rache auftreten. Was haben wir denn hier noch? Tödliche Geschwindigkeit, Gal, der Lauerer. Na komm, machen wir das mal. Der Hexenkönig wird versuchen, uns zu schwächen. Er wird versuchen, uns rauszulocken. Das ist ein Online-Blutrache? Nein, das ist ein Standard-Blutrache, ne? Ja.
Habe ich da gerade was gehört? Zünde das Leuchtfeuer an! Schießt du den Kopf ab! Guter Schlag! Aber fällt mir gerade mal kurz was ein, dass wir aus zerschmetterten Körper ihre Orks ein und schließen damit die Herausforderung ab. Ja, ne? Schließe Online-Eroberung ab, ist uninteressant. Lage einem Feind Angst ein. Noch nicht gefährlich? Interessant. Nein. Ich bin ja schon weg. Ja, Lab ist mir egal, wenn ich hier oben hier und starte. So. Machen wir. Gar ist nah. Leichen getötet, eine. Da ist immer noch der Olog. Olog sind Kacke dafür. Habt ihr das gesehen? Das war doch. Ja, machen Urlaub. Wie lange liegt? Aber ja, ich hab 45 Sekunden Zeit, dich zu töten. Ob so ein Schuss schneller, finde ich ganz gut. Du wolltest mich rauslocken? Hier bin ich! Jetzt ist es wohl meine Sache, dich rauszulocken! Oder eher deinen eingeweihten Blut zu entlocken. Garl. Das Feuerfest ist gut so wichtig. Durch Gift, Kommandant, X-Banner. Das Befehl sabotiert auf jeden Fall. Ein Gefolge von Olox, na das auch noch. Das kriege ich so. Ich möchte ihn ganz gerne eigentlich. Machen wir mal ein paar Karagore. Oh, ich habe den Bogen verbessert. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ah, war das der, den ich trage? Ja, sehr gut. Gerade das bekommen und schon verbessert. Damit komme ich nicht sehr weit.
hattest deinen Spaß, als du mich bedroht und mich rausgelockt hast. Jetzt bin ich dran und hab selbst meinen Spaß. Was? Rüstung eingehalten, sehr gut. Bisschen was an Erfahrung, ein Fähigkeitspunkt, perfekt. Sag mal her, haben wir einen neuen Mantel bekommen, der ihren Hauptmann einen Dauer von Frost wird erhöht. Gut, momentan habe ich noch kein Gift, deswegen ist es eigentlich uninteressant mit dem, aber ist doch schon okay. Da war aber noch ein Fähigkeitspunkt. Ja, wiederum ist es. Weil dann nämlich die letzte Fähigkeit ist. Danach wird's spannend. So. Alle Hauptfähigkeiten, außer hier unten. Wichtig, Hauptmann beherrschen. Kommt aber bald. Talion ist sogar fast schon auf der nächsten Stufe. Sehr gut. So, theoretisch haben wir hier noch. Musso hatte ich getötet. Schließe Blutrache-Auftrag. Ja, komm, dann machen wir den auch noch. Blutrache-Auftrag. Können wir uns doch nicht entgehen lassen. Eben unsere Leiste voll. Ja. Du bist doch ein Chef. Unsere Wut voll leer. Das ist recht, dass Borlux auch geht. Ich wusste gar nicht, dass die Soforttötung beim Orlok funktioniert und dass das vor allem mit Theorisieren geht. War irgendwo irgendwelche Orks oberhalb? Nee. Ich habe gar nichts gehört. So. Aber ich kann keinen Ork-Häuptling oder Hauptmann rumlaufen lassen, der mich getötet hat. Huh?
Ja, Moment, ich habe hier den Blutracher-Auftrag. Kieferklinge. Informationen aufdecken. Kann ich gebrauchen. Sagen wir da, entflammender und kränklich. Okay. Furcht vor Feuer und Gift. Entsprechend. Gleichergriffe fällt noch anfällig für Bestien. Zwinterschild, jetzt Gefecht Mordrausch. Okay. Gegen Hinrichtung. Na ja, gut, das ist natürlich ungünstig. Moment! Ich rieche etwas. Ich bin seht, der Waldläufer! Erstmal hier. Von da reißen. Da oben sind noch welche. Müssen auch weg. Jetzt können wir uns den krallen. Der Ork strapaziert seinen schwachen Verstand mit Plänen und Ideen. Machen wir es ihm leichter. Wo da hinten hin? 17! Um gegen Hinrichtung finde ich nicht so prickelnd. Aber ich kann den. Gib Zeug! Der Kiefer schmerzt sicher noch von unserem letzten Kampf. Ich hab noch nichts gegessen! Oh Gott, der also schon wieder! Mach ich aus dir ein warmes Frühstück! Er ist irgendwie verbrannt. Da ist noch einer. Da ist schon wieder. Du bist alleine und das ist dein Problem. Ach, das auch noch. Ach, das auch noch. Das sollte nicht passieren. Nein, das sollte nicht passieren. Damit, der geht doch. Wollte ich nur kurz einmal einsacken hier. So.
Können wir hier noch das andere Ding einsammeln? Dann können wir mal kurz gucken, was wir jetzt bekommen haben. Alles. Meine Güte. So, der ist. Triff einen brennenden Feind mit einem Schnellwurf. Schnelles Werfen setzt alle 39 Sekunden Feinde in Brand. Ist zwar eigentlich besser als hier der Schattenjäger, aber. Bin ich jetzt entspannt. Zerstören. Kann ich das hier eigentlich aufwerten? Nein. Bogen haben wir bekommen. Den können wir erledigen. Das halten wir erstmal fest. Eine Rüstung haben wir bekommen, die können wir auch einmal zerstören. Ich verstehe noch nicht, warum ich manche so direkt zerstören kann. Manche muss ich irgendwie anders. Ach, guck mal hier. Wir können Juwel kombinieren. Dann können wir das hier entfernen. Dann können wir das hier kombinieren. Wenn dann das verbesserte Ausstatt. So, wir haben. Gut. Da vorne noch Mirian liegen, aber das ist mir jetzt ziemlich schnurz, denn wir wollen zu dem Auftrag. Der Feind hat sich bei der Arena versammelt und der Hexenkönig fordert den Grabwandler heraus. Dafür sind wir, glaube ich, ganz gut gerüstet, deswegen können wir das jetzt einmal angehen. Wir haben uns gerecht. Und wir haben jetzt zum wiederholten Male getötet. Kommt deutlich öfter wieder, als es im ersten Teil der Fall war. Der Hexenkönig wird versuchen, uns zu schwächen. Er wird versuchen, uns rauszulocken. Die Uruks haben einen Boten geschickt. Wir können den Mündern Saurons nicht trauen. So einfach kommt man da auch. Eure Befestigung ist scheiße. So, zeig mal her hier. Die Orks, es werden immer und immer mehr. Sie bereiten einen neuen Angriff vor. Oha. Dein Vater ist seit der letzten Schlacht verschwunden. Ich werde nach ihm suchen lassen. Ja, ich glaube, ich weiß, wer der Verräter war. Welch Teufelswerk ist das? Der Hexenkönig ist gekommen, um mit uns zu verhandeln. Meine Orks haben euren General. Schickt mir den Waldläufer vom Schwarzen Tor. Möge er durch die Hand meines Champions sterben. Im Gegenzug bleibt euer Anführer verschont. Weigert ihr euch, wird alles Leben in Leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Das war sein Champion. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott, wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Kriegen wir hin. Töte ihn nur nicht zu schnell. So schnell wie es geht. Hallo? Beeilt euch gefälligst. Gegen so viele komme auch ich alleine nicht klar. Viel von ihrem Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl.
Willkommen in der Arena, Menschlein. Die Menge fordert ein blutiges Spektakel. Und du wirst es ihnen bieten. Und scheiß Olok. Er ist unbeholfen, kann ergriffen und zum Reiten nutzen, ohne erst geschwächt werden zu müssen. Anfällig für Hinrichtungen? Weichschädel. Sofort nach einem Schuss in den Kopf bekommen. Genommen durch Schleichen. Genommen beim Angriff von mutalen Angriffen. Fernkampf, Feuer, Schleichangriff. Weil man davon abgesehen, dass wir ihn sofort ohnehin ergreifen können. Ich möchte dich in der Nähe des Feuers aufhalten. Oh. Du bist so ein schlechter Champion. Ich habe den dunklen Herrscher enttäuscht. Doch sein Vorhaben bleibt bestehen. Er hat Pläne für deine Stadt, Menschenschwein. Und er hat Pläne für dich. Ja, Enthauptung überlebt er auch nicht. Du hast gut gekämpft. Erhöhen Sie die Menge. Idril braucht. Moment. Er ist natürlich Schrott. Zeit. Soll ich für Sie tanzen? Nun, wenn du es so nennen willst. Ich kam in diese Arena, um gegen Saurons Recken anzutreten! Ich warte immer noch! Nein, der Falsche. Sollten wir das mal sein lassen? Jetzt geht er wieder in die Mitte. Da ist noch einer. Gut. Ich töte dich, weißt du? Denn niemand sonst scheint dazu fähig. Und jetzt sehen alle zu. Also muss ich es tun oder die lachen über mich. Und da ist noch mindestens einer mehr dabei. Komm schon her. Danke.
Immun gegen Hinrichtung, okay. Gott. Nächsten erledigt. Noch einer. Ah. Ich weiß nicht, was das Menschlein hat. Er wollte einen richtigen Kampf und jetzt kriegt er ihn. Ah, beschusssicher. Moment. Nicht auf mich, Kollege. Menschenzaun. Hier treffen wir uns wieder. Unser letzter Kampf liegt eine ganze Zeit zurück und fand weit weg von hier statt. Aber diesen Ort hier hast du dir zum Sterben ausgesucht. Und ich weiß. Ich respektiere das. Mal, dass ich gegen dich schon mal gekämpft habe. Eins, zwei, drei. Habe ich dich jetzt bald mal? Erledigt. Das habe ich nicht kommen sehen. Sei es drum. Beende es. Drei. Nur die Hände verloren. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt! Und euer Champion hat es auch getan! Für den Kampf gegen diesen erbärmlichen Feind versprach der dunkle Herr Gnade! Richtet euren Blick nun auf den hellen Herrscher! Ich zeige keine Gnade! Lauft! Lauft zu eurem Meister und richtet ihm dies aus. Ich komme ihn holen! Celebrimbor, der alte Knaller. Die machen sich alle in die Hose. Fähigkeitspunkt erhalten. Gut, diesen. Hoffen wir, dass Idril ihren Vater gefunden hat. Der Palantir ist das Einzige, was zählt. Er darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Ja, yep, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, was wir hier so alles haben. Einen neuen Bogen. Rekrutiere eine Orgel Aufgabe Kopftreffer, bringen die Köpfe von Feinden zum Explodieren und lassen Feinde in der Nähe fliehen. Ja, leider wieder nur 6, aber der ist schon eine ganze Stufe stärker, ne? Und wir können Feinde durchbohren. Schnellwurf tötet fliehende Fußsoldaten sofort. Stell 200 Gesundheit wieder her, wenn du einen fliehenden Feind tötest.
It is set. Ich bleibe aber erstmal bei den Verfluchten. So, die kann ich wieder auflösen. Ich verbessere mal eben auf meine Stufe. Das ist immer noch totaler Schrott. Vor allen Dingen keine Zusatzeffekte. Aber wir haben so viel Mirian, wir können uns das zumindest mal angucken. So. Ach, guck mal, da ist was Neues. Eglos. Celebrimbors Glaive. Meine Glaive hält niemand stand. Meiner Glaive hält niemand stand. Celebrimbor. Celebrimbors Glaive gehörte einst dem Elbenkönig Gil-galad, der sie im zweiten Zeitalter im Krieg des letzten Bündnisses gegen Saurons Streitkräfte führte. Wenngleich Gil-galad in dieser Schlacht fiel, überlebte seine Glaive und wurde von Celebrimbors Geist aufgenommen. Der Name Eglos bedeutet im Sinn darin Eiszapfen. Auf der Klinge ist folgende Inschrift zu finden. Gil-galad führte ein Speer so wohlgemacht, dass der Ork fürchtet meine Spitze Eis. Er blickte mich voller Angst vom Tode, meinen Namen erkennen wird. Eglos. Celebrimbors Bogen habe ich schon gelesen, Archan und Lufael auch, aber Turandim. Hammer noch nicht. Celebrimbors Hammer Turan wurde ursprünglich keine Kriegswaffe, sondern das Werk, war ursprünglich keine Kriegswaffe, sondern das Werkzeug eines Handwerkers. Sauron überließ Celebrimbor den Hammer, als er ihm die Juwelenschmiedetechnik der Elben beibrachte, die ihren Höhepunkt schließlich in der Schaffung der Ringe der Macht finden sollte. Der Name des Hammers bedeutet Geschenk der Macht aus Sindarin. Die Geschichte des Hammers wird seiner ursprünglichen Bewandtnis als Geschenk jedoch nicht gerecht. Sauron verwendete den Hammer, um Celebrimbors Familie zu ermorden, während dieser zusah. Anschließend erschlug er Celebrimbor selbst mit Turan. Im Laufe der Zeit erkannte Celebrimbor seine Existenz als Geist als eine dunkle Art von Geschenk an, denn sie ermöglichte ihm, Rache an Sauron zu suchen und mit der Macht der Ringe ganz Mittelerde Ordnung zu bringen. Edi und Mirian habe ich schon gelesen, das habe ich alles schon gelesen, so. Schon gelesen? Glaube nicht, ne? Also den Bogen ja. Aber das hier erinnert mich an eine einfache Zeit und daran, wieso ich kämpfe. Der Dolch war einst ein Schwert, das Talions von Dihael gehörte. Er brach in zwei, als die Orks das schwarze Tor einnahmen und Talions Familie töteten. Das Schwert verfügt noch über einen intakten Griff und ein gutes Stück unbeschädigter Klinge. So ist es also nur noch eine brauchbare und dabei lautlose Waffe. Wie es der grandorische Brauch will, gab Talion der notdürftigen Klinge einen Namen auf Sindarin. Archan bedeutet Rache. Später gravierte er die folgenden Worte in die Klinge ein. Ein heimlicher Dolch in schwärzester Nacht versetzt Schurken in Schrecken, auf das sie mit ihrem eigenen Blute büßen. Verschlingt den Schmerz, macht Brot zu schwarz. Urfael, bei diesem Schwert schwöre ich, niemals werde ich ruhen, solange Sauron im Dolch im Schatten verbirgt. Urfael, Sindarin für feurig glänzende Brillanz, war Talions Schwert zu seinen Lebzeiten. Es diente ihm als Hauptwaffe, als er noch Waldläufer von Gondor war. Er erlangte es wieder, als die schwarzarmen Mordos ihm den Tode verwehrte und trägt es seitdem. Mit Talion ist das Schwert eine Erweiterung seiner selbst und das herauskristallisierte Ergebnis seiner Ausbildung als Waldläufer. Als Talion Rache für den Tod seiner Familie schwor, tat er dies mit der Hand auf seinem Schwert, wie es die gondorische Tradition erfordert. Ja. Gut. So, wir können schon mal hier markieren. Dahin wollen wir. General Castamid wurde von den Truppen des Hexenkönigs gefangen und begleitete Iril, um ihren Vater zu retten, was sie schon längst getan haben sollen, aber naja, gut. Idril wird nicht zulassen, dass die Ja, ich bin noch nicht... Fertig, ich will hier noch skillen. So, jetzt haben wir alle Hauptfähigkeiten erlernt und jetzt wollte ich mal schauen, was ich denn von den Nebenfähigkeiten so nehmen kann. Die zusätzliche letzte Chance finde ich natürlich gar nicht schlecht. Mehreren Feinde dahin zu richten. Jedes Ziel kostet dich Fokus. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, irgendwie hängt er hier so ein bisschen rum. So. Fähigkeiten, die Machtkosten verbrauchen, nicht mehr deine gesamte Macht. Ist natürlich auch nicht. Kann ich den mehrere auf einmal skillen? Welt durch jeden Konter Macht. Gut abgestimmte Konter töten feindliche Fußsoldaten sofort. Das wirkt aber nicht gegen Hauptmänner und Bestien. Gut, aber schon gewähren einen Elbengeschoss. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Jetzt gehen wir mal das hier. Damit sperren wir automatisch. Oder sperren wir? Müssen wir mal gucken. Aber das ist erstmal ganz gut. Das heißt, wenn ich die Konter, sind die weg.
Dann stören die mich nicht mehr, wenn ich einen Typ eingefroren habe. Deswegen, das ist gut. So, lass einen eben noch ausquetschen. Nein, sie ist eine Kriegerin und wird tun, was nötig ist. Gut, und dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Stöffel.